Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute werden wir der Monster High Claudine Wolf ein neues Outfit verpassen. Sie trägt ja hauptsächlich schwarz und lila und etwas Gold und heute machen wir ein neues Outfit aus Silk Clay in den Farben lila, weiß und eisblau. Als erstes nehme ich die lilane Seidenknete und forme die etwas flacher. Aufpassen, dass keine Löcher entstehen, denn sonst kann man durch die Kleidung durchgucken. So, und das drücke ich jetzt der Claudine auf den Körper. Jetzt versuche ich nochmal hier die Übergänge zu verstreichen. Das ist natürlich bei Seidenknete nicht ganz einfach. Hier habe ich jetzt so einen Schlitz am Oberschenkel gemacht. Da kann man auch gerne eine Schere nehmen oder einfach reißen und versuchen, das Ganze dann so umzuklappen, so als wenn man das umnähen würde. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal die Grundform. Sieht ein bisschen aus, als wenn sie sich ein Handtuch umgemacht hätte. Es liegt vielleicht auch an der Farbe. Man muss versuchen, die Seidenknete möglichst nah an den Körper zu drücken. Ansonsten wirkt die Puppe dann sehr unförmig. Wenn man hier noch den Übergang sieht, ist das gar nicht so schlimm. Da können wir später noch ein paar Accessoires von der Claudine Wolf anbringen. Und jetzt machen wir ihr noch zusätzlich zu dem lilanen Kleid so eine eisblaue Stola. Das ist so etwas, was man sich um den Hals hängt. Dazu rollen wir die Seidenknete jetzt einfach flach, so würstchenförmig. So sieht das dann aus und dann können wir das einfach so um den Hals oder auch um die Schultern legen. Ähnlich wie ein Schal. Da kann man auch, wenn man möchte, hier einfach so einen Knoten machen, das übereinander legen, einfach ein bisschen festdrücken, dann sollte das auch von alleine halten. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, wie ich finde. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir mit der weißen Seidenknete, dem Silk Clay, hier noch irgendwelche Details machen können. Wir könnten jetzt zum Beispiel noch ein paar Ohrringe machen. Vielleicht probieren wir das mal aus. Dazu nehme ich jetzt wirklich nur ganz, ganz wenig Seidenknete. Das Ganze könnte dann aussehen wie so kleine Perlenohrringe. Einmal. Und auf der anderen Seite auch noch. Gar nicht so einfach, weil die dann doch, wenn man sie platt drückt, ihre Form etwas verlieren. Aber so kann sich das auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Und zu guter Letzt können wir jetzt noch die ganz klassischen Claudine Wolf Accessoires hier verwenden. Diesen Gürtel, den sie halt vorher auch hatte. Ich hoffe, ich mache damit die Seidenknete nicht kaputt. Müssen wir mal ein bisschen fummeln. So, und fertig ist Claudine Wolfs neues Outfit. Die Schuhe habe ich auch gleich mal angelassen. So hat man wenigstens noch ein bisschen Gold dazu. Das trägt ja die Claudine am liebsten. Wie gefällt euch denn mein neues Outfit? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gut gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und wenn ihr noch auf das kleine Glöckchen klickt, neben dem Abonnieren-Button, dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos für euch haben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!